Guck mal, wir haben hier Steintürme gefunden. Ich weiß nicht, wie die Natur das geschafft hat, aber. Nicht die Natur, die Menschen schaffen Nee, das. das hat die Natur gebildet. Ja, na klar. Ja, genau, das hat die Natur so geschaffen, dass die Steine genau so gewachsen Ja, sind. wir schaffen jetzt auch so ein Naturgebilde. Pass auf. Nee, das schaffst du nicht. Das schafft nur die Natur, schafft das. Das ist mein Wegestein. Mein Wegepfad. Ja, und man sieht schon gleich, dass das nicht natürlich ist, weil da sind nur drei Steine drauf. Hier sind noch viel mehr Steine drauf. Das hat die Natur geschaffen. So, wir sind jetzt gerade auf einem Asphaltweg dran und der Heidschnockenweg geht da durch und das nieselt die ganze Zeit. Das nervt. Also eben gerade hat es aufgehört, aber wo wir losgelaufen sind, hat es wieder angefangen. Und hier vorne ist Treibsandwüste. Und ich bin ein Fruchtzwerggesicht. So, wir sitzen jetzt hier in dieser Bienenhütte drin. Und ich glaube, wir schlafen genau hier, weil hier ist trocken. Es regnet hier die ganze Zeit. Und das tropft hier und so. Das ist voll scheiße. Diese Tropfen müssen weg. Hier vorne auf meinem Knie sitzt so eine Motte. Und hier vorne auf meiner Kamera, das wird jetzt gerade von diesem Vollfettvieh hier belagert. Ja, diese ganzen Motten. Die fliegen mir jedes Mal die ganze Zeit gegens Gesicht und so weiter, weil ich habe meine Kopflampe an. Ja, genau, und darauf kochen wir weiterhin Essen. Wir schlafen in einem Bienenstock. Bienenhütte. Ist Ich kein Bienenstock, werde dich die ganze Nacht lang zuschnarchen und mit diesem Wildschweingeräusch Bienenhütte. nerven. Da muss ich als erstes ganz schnell einschlafen. Ja. Dann werde ich dich wachschnarchen. Na, hoffentlich kommen hier keine Wildschweine. Sei froh, wenn kein Wolf kommt, ne? Wölfe sind ja hier ganz doll vertreten. Ja. Hier ist ein Kabelbinder von mir gerissen, also dieser Kabelbinder. Und weil das gerissen ist, hält diese Kiste nicht mehr hier dran. Also das ist nicht mehr da dran. Ich habe es gerade erfolgreich repariert, also dass die Kiste hier komplett stabil ist und nicht vom Wagen fällt. Es hat wieder angefangen zu regnen. Das ist voll schmierig. Der Regen muss weg. So, ich habe jetzt Heidschnucken-Frikadelle mit Kartoffelsalat gekauft. Schmeckt richtig gut. Wir haben gerade pausiert und der Regen ist weg. Und guck mal hier, die Sonne, die da strahlt hier rum. Das ist richtig geil. Wir laufen jetzt weiter. Guck mal hier. Hier vorne sind genau diese Heidschnucken. Und die machen genau diese Geräusche wie viele die aus einer Silvesternacht oder durch Zechten Geburtstagsparty oder so. Oder Diskothekennacht. Genau so eine Geräusche machen die. Voll witzig, ja. So, und darauf, dass wir den Gipfel erreicht haben, werde ich jetzt erstmal ein Gipfelbier trinken. Geprost! Und jetzt zeige ich euch die Aussicht von diesem Gipfel, genau. Jawohl, das ist dieser Wilseder Berg. Genau, das ist die Wilseder Bergaussicht, meinte ich. So, wir haben Wilseder erreicht. Jawohl. Und guck mal hier. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Das ist richtig geil. Ich habe hier vorne einen Mülleimer gefunden. Ich werde da jetzt mal Müll reinschmeißen. Unseren Müll, der mich die ganze Zeit hier genervt hat auf dem Wagen. Boah. Ja, genau. Da ist ganz viel Scheißmüll drin. So, ich habe gerade Pommes mit Mayo und Ketchup bestellt, aber die haben Mayo vergessen. Deswegen essen wir jetzt nur Pommes mit Ketchup. Und ich weiß aus Erinnerung, dass die richtig, richtig gut sind. Das ist einer der besten Pommes, dass das die besten Pommes sind überhaupt. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass die beim letzten Mal ein bisschen besser gesalzen waren als wie heute. So, wir haben uns überlegt, den Heidschnuckenweg ein bisschen abzukürzen, wegen Zeitdruck und wegen deinem Knie. Mit Erschrecken gerade in Terminplaner geguckt, dass ich am Montag zu meinem Hausarzt muss und dementsprechend muss ich morgen nach Hause fahren. Und da wir ein bisschen ja durch mich durch die Zeit hinterherhinken, wir eigentlich ja schon fertig sein wollten mit dem Weg, nützt es jetzt nichts.
bis morgen noch durchziehen, am Bahnhof ankommen und dann muss ich leider nach Hause fahren. Ich bin ein Mischling aus Hahnröhre und Natur. Und hier diese ganzen Pferdekutschen, die laufen hier wirklich einen Minutentakt hier rum. Die haben uns die ganze Zeit belästigt auf dem ganzen Weg bis hier Undeloh. Wir haben Undeloh erreicht! Jawohl! Und genau von hier kommen wir, also sind wir hier hochgelaufen. Und wir sind jetzt genau hier in Undeloh. Und diese, genau, hier ist Ziel und diese Ortschaften, die fehlen noch. So, wir haben gerade einen kleinen Einkaufsladen gefunden und jetzt haben wir Bier gekauft. Und noch mehr Sachen. Und Eis und sowas. Geprost! Achso, und Nudeln und Bockwürstchen auch. Und Wein. Und Eis. Und Bier. Wir laufen weiter in Landstraße, also da, wo die ganzen Fahrzeuge uns nerven und vergiften mit ihren Abgasen. Und ich fand das voll cool, die ganzen letzten Tage meinen Kopf durch die Heide durchgeschoben zu haben. Guckt euch mal diesen verstorbenen, hier, wie heißt das nochmal? Dieser Birkenbaum. Der sieht so richtig verstorben aus. Das ist so ein richtiger tödlicher Birkenbaum, der hier so ganz alleine steht. Das ist so ein richtiger Vollfett-Birkenbaum, der verstorben ist. Das sind Landstraßen-Birkenbäume, die sind vollkommen verpestet und verseucht sind von diesen Abgasen. So, langsam Dunkle kommt und wir werden jetzt gerade auf diesen Birkenbaum den Tarp aufbauen. Hier haben wir gepennt. Es war heute Nacht zwar ein bisschen frisch und sehr feucht gewesen, so richtig befeuchtet, als ob da so ganz viel hier gasförmige Nass da war. Aber jetzt ist das richtig geiler Sonnenstrahlen. Das finde ich richtig gut, weil der D3 muss vernünftig scheppern. Scheiße gefunden. Mit ganz viele. Guckt euch mal diese Käfer hier vorne an. Diese Käfer hier vorne, die essen diese ganze Scheiße auf. Also die haben schon ganz viel Scheiße in ihr Leben gefressen. Ich habe gerade einen scheiße Käfer vorbeifliegen sehen. Also der ist so vorbeigeflogen an meinen Kopf dran. Und der ist dann sofort zu dieser Scheiße geflogen, um das zu essen. Das war gerade so ein richtig geiler Anblick gewesen. Warum fahren hier überall hier diese Oldtimer rum? Hier sind schon ganz viele Oldtimer rumgefahren, aber ich habe die nicht gefilmt. In dieser Ortschaft gibt es eine Pizzeria. Bei dieser Pizzeria, den werden wir aufessen. Ich bin sehr gespannt drauf. Jawohl. Yeah. Yeah. So, wir haben gerade Pizza bestellt. Ja. Ach, ich. Das ist eine sehr große Pizza. Sie wartet auf den Bus.